Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sims 4. So, in der letzten Folge haben wir unsere Einnahmen wieder kassiert und ich wollte ja, oder ich habe ja versprochen, dass wir uns jetzt mal wieder ein bisschen um neue Einrichtungen kümmern. Ich würde sagen, wir legen uns erstmal näher zu. Schnöde Ding hier. Oder? Nee, so dicke haben wir es noch nicht. Also da müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir uns richtig gute Sachen leisten können. Aber so ein kleiner Herd, das wäre vielleicht schon mal was, wo man sagen kann, ja, das nehmen wir. So, dann kaufen wir uns noch eine kleine Spüle dazu, dass wir noch ein bisschen mehr Platz haben. Okay, wunderbar. So, und dann am besten noch so ein hübsches. Machen wir noch. Nee, das ist Badezimmerwaschbecken. Eine Einfachheit. Was machen wir sowas hier rein? Wunderschönes, reines, einfaches. Ja, etwas. Ach so, und dann wollte ich noch gucken wegen der Mülltonne für draußen. Tonne auf Räder. 220 Plastiktonne ganz und gar. Diese Mülltonne aus Hartplastik opfert sich klaglos deine Müll. Ich würde sagen, wir stellen draußen die grüne Tonne. Nee. Was ist denn das mit dem Mülleimer organisch gut? 1200 Menschen sieht ja aus nach Zukunft. Stellen wir erstmal. So ein einfaches Ding da hinten. So, und jetzt haben wir noch ein bisschen Geld. Was machen wir denn damit? Ich würde sagen, wir richten uns irgendwie jetzt mal so ein bisschen ein Zimmer schön ein. Und zwar machen wir jetzt erstmal hier das Wohnzimmer. Machen wir erstmal den Fußbodenbelag. Was ist denn da cool? Also Wohnzimmer, also ich mag ja Teppich. Wohnzimmer, Teppich. Nee, warte, wir brauchen erstmal Fenster. Wir müssen erstmal hier ein bisschen für Licht sorgen, weil sonst sehen wir ja gar nicht, was hier drin passiert. Nehmen wir denn da? So eine Oktofenster hier? Oder? Machen wir erstmal die Wände hoch hier. So. Ich denke so, ne? So ist es jetzt okay, denke ich. So. Das ist okay. Kann man eigentlich auch irgendwie so eine Art Erker bauen? Das hätte ich vielleicht ganz gerne. Ich denke, das packe ich erstmal hier vorne mit hin. Oder machen wir das erstmal hier in der Mitte. Oder hier dran. Das packen wir jetzt erstmal hier mit hin. Wir haben ja jetzt. Ups, das ging so nicht. Das packen wir mal hier rüber. Was ich ganz gerne hätte, wäre. Diese eine Wand hier hätte ich ganz gerne. Zack. Das Ding auch. Das Ding auch. Okay. So. Dass das nicht ganz so. Ja, wie soll ich sagen? Jetzt zieht man noch ein Stück vor. Ah, ne, warte mal. Das müssen wir. Ich bin ja nicht so gut drin in dem ganzen Gebastel.
Aber das ist schon recht gut gemacht. Man hat doch recht viele Freiheiten. Dann nehmen wir erstmal diese Wand da weg. Kann ich da jetzt auch irgendwie von der Wand weg? So, die weg. Die weg. Warte mal, kann ich denn jetzt. Es geht, Leute. Ich kann's. Ja, so will ich das haben. Genau. So will ich das haben, Leute. Das ist super. Ey, ihr seid ja echt spitze. Kann man jetzt auch irgendwie. Super, genau so will ich das haben, dass man von oben so in das Haus reingucken kann. Aber jetzt regnet das ja rein dann, ne? Na gut, dann. Beziehungsweise, na gut, noch regnet es ja nicht, aber. Lassen wir es mal so. So will ich das haben. Glaub, das ist aber noch nicht optimal hier. Da muss ich, glaube ich, ein Stück ziehen. Weil das ist ja. Ja. Oder mache ich das doch so? Nee, ich mache doch wieder einen zurück. Oh, ja, gut. Das habe ich schon befürchtet. Okay, und jetzt finden wir hier vielleicht noch ein paar schöne Fenster. Doppelte Fenster oder so. Fenster, doppelte hohe Fenster. Ach, es gibt hier schon sowas. Na, sowas habe ich doch gesucht. Sowas will ich. Ach, es gibt schon. Okay, gut, Leute. Ihr seht, man muss hier echt ein bisschen teilweise rumspielen. Ah, ich kann sogar das Fenster. Dann müssen wir da doch erstmal ein bisschen was reinzimmern. Na, wenn es das schon gibt, dann nehmen wir das doch auch, Mensch. Da habe ich mich doch nicht so dran. Ne? Zack. Aber ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen teuer noch. Aber gut, meine Fantasie ist wieder angeregt. Oh, nee. So, zack. Ja. Meine Fantasie ist wieder ein bisschen. Was kostet denn so ein Fensterchen? Boah, was? Das ist ja. Ein Träumchen ist das. Aber ich will das doch gar nicht so. Ich will das doch nur hier vorne. Und nicht an. Nicht Ach so, hier ist nur ein Fenster. Ah, okay. So, was kostet das? 320. Na, wenn, dann hätte ich schon ganz gerne diesen wunderschönen hier. Der sieht schön aus, ja. Ich denke, da warten wir einfach noch bis zur nächsten Geschichte und holen uns noch irgendwie lieber irgendwas Schönes. Was können wir denn noch gebrauchen? Ein Sofa? Zwei Sitze? Ja. Brauchen wir uns noch so ein ganz billiges Sofa hier und dann. Muss das auch verschiedene Farben? Okay, gucken wir uns mal eins da hier. So, zack. So, super. Okay, dann geht's erstmal weiter. Fernando pennt noch. Unser Haus ist im Wert weiter gestiegen. Ich wette, die schreibt schon wieder mit jemand anders da. Das alle Luderdat. Machen wir erstmal hier. Sorgen wir erstmal für den Durchblick. So. Da, schon wieder der Typ. Oh,
Na, Umfra. Das ist doch eindeutig ägyptisch oder was anderes. Aufräumen. Aufräumen. Und dann schnell brunchen. Oh, wir, ja, ey, cool, wir können sogar jetzt was. Eier und Toast können wir jetzt machen. Eier und Toast, oh, hätte ich jetzt auch gern. Aber ich bin gerade viel zu faul, mir irgendwas zu machen. Stattdessen zocke ich lieber hier noch ein bisschen und ja. Jetzt habt ihr alle schon geschwitzt. Oh, scheiße, der Typ kommt schon wieder zum Ende. Nein, 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 nein. Oh, nicht. Wir sind ja erst in der Mitte der Folge. Kann noch einiges passieren heute. So. Fernando, du bist so eine Sau. Wie macht er die denn jetzt? Packt er die in den Backofen? Ah, er macht die in der Pfanne. Okay. Levelaufstieg. Was können wir denn jetzt? Fernando hat die Rezepte für Buntbarsch aus der Pfanne, Kekse mit Schokostücken, Stückchen und Pfannkuchen gelernt. Außerdem kann er mit anderen Sims über das Kochen. Okay. Der sieht aber sehr angebrannt aus. Guck mal, jeder zack. Oh, was war das? Ja, ja, Kollege. Schnürschuh, so läuft das. Da muss man sich schon ein bisschen Mühe geben. So. Ja. Ich glaube, so irgendwie was servieren können wir noch nicht. Doch, wir könnten auch schon was servieren. Oh nein, Maya ist weg. Okay. Ja. Dann geh doch weg. Oh, er ist jetzt okay. Techtelmechtel mit jemandem. Er will jetzt ein Techtelmechtel. So. Okay, aufwischen. Aufräumen. Schlafen. Also ich muss schon sagen, dafür, dass er doch überhaupt keinen Job hat, lebt er doch eigentlich recht gut jetzt von seinen Büchern. Er hat eine riesen Bude. Ich bin jetzt auf das, auf die nächste Rechnung gespannt. Die wird wahrscheinlich auch nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Wahrscheinlich, ich glaube, die kommt immer montags rein, wenn das richtig ist. Wenn ich das richtig sehe. Die wird wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen größer ausfallen, weil wir ja jetzt in der letzten Woche ordentlich angebaut haben. Gora! 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 Sodom und Gomorra! So! Dann zu Abendessen. Ja, machen wir uns doch mal einen Buntbarsch. Und dann... Was ist denn Haushalt? Haushalt muss ich das adoptieren. Dann kann sich das nicht leisten. Okay. Ja, dann schauen wir mal. Fernando fühlt sich gerade nicht... Boah, ey, Alter, du platzt gleich die Blase und du denkst jetzt erstmal ans Kochen. Nun gehst du erstmal aufs Klo. Ja, boah. Danach. So, er fängt jetzt nicht noch an, da zu tanzen. Aber irgendwie geht er immer nur durch diese Richtung und dann geht er hier durch. Das ist doch eine komische Wegfindung. So, Brutzel, Brutzel, Brutzel. Schon der hygienisch total im Arsch, hat er hier oben. Aber denke ich, duschen ist räubern. Duschen. So, und dann kann er sich eigentlich erstmal wieder an das Schreiben von Büchern setzen. Oh, oh, oh. So. Geht er erstmal oben das Dusche putzen.
Ich finde das irgendwie so schade, dass man... Ah, jetzt. Okay, jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt sind wir auf der richtigen Ebene mit der Kamera. Ja, er ist da ganz akribisch beim Putzen. Ist da sehr gründlich und macht auch alles mal wieder dreckig. Was immer er auch versucht, uns damit mitzuteilen. Irgendwie macht Fernando neuerdings die Nächte ständig durch. Kann das sein? Oder nee, wir lassen ihn erstmal. Er soll erstmal noch nicht schreiben. Wir lassen ihn erstmal hier ein bisschen tanzen. Alternativ etwas Gruseliges anhören. Fernando ist sicherlich auch so ein Typ, der sich gerne was Gruseliges anhört. Ah, das ist nicht so. Okay. Ah, tanzen bringt schon ein bisschen mehr. Ja, das geht. Das geht in die Knie. Ja. Okay, das hört sich so wesentlich besser an. Oder? Irgendwie hört sich das auf beiden Geschwindigkeiten so halbwegs gut an. Aber das ist irgendwie... Das gefällt mir besser. Okay, okay, jetzt ist genug. Er fühlt sich okay, er fühlt sich okay, er fühlt sich bereit für das nächste, für die nächste Offenbarung hier. Nun mach an hier, zack, so, zack, 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 schreib, 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 schreib. Ein Genrebuch, ein Science Fiction. Es ist genug getanzt. Das geht auf die Knie, Mann. Irgendwann hast du keine Kniescheiben mehr. Vor lauter Dancing. Buchtitel, Buchbeschreibung. Ey, was? Ich soll mir jetzt was selber ausdenken? Ihr seid doch nicht ganz dicht. Habe ich schon so viele Bücher geschrieben, aber der nackte Wahnsinn. Sagt man das so? Ja. Da werdet ihr sicher lachen. Ja, pass mal auf, du, wenn der Buchschreibbus hier, weißt du, und dann. So. Ein Buch über nackten Wahnsinn. So. Okay. Ich frage mich, wie viele Levels da eigentlich so gibt. Also, was, ob er dann irgendwie noch weitere Fähigkeiten kriegt. Beziehungsweise was die, was das Maximum ist. Ich kann mal gucken. Da. 12. 8 bei 8 sind wir jetzt schon. Okay, das ist doch schon mal was. ...1442, das klingt doch gut. Das klingt sehr gut. Ja. Und während Fernando hier schon weiter fleißig dafür sorgt, dass unser Einkommen noch weiter steigt, würde ich einfach mal sagen, wir kommen heute zum Ende, beziehungsweise für diese Folge. Und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge und dann...
Ja, dann können wir eigentlich schon wieder ein bisschen was finanziell ausgeben. Ausgeben finanziell. Was rede ich hier für ein Blödsinn? Dann werden wir uns auf jeden Fall ein paar neue Einrichtungsgegenstände für Fernandos kleine Wohnung kaufen. Ja. Dann spiele ich für euch, für Fernando, die Einrichtungstante. Ja. Ich komme jetzt lieber zum Ende. Ende. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ring gehauen. Ciao.